Aha, hier hat jemand Rinde reingelegt. Alles klar, alles klar. Das ist eigentlich nicht schlecht, wenn man in die Werkbänke so ein bisschen Stissel macht, ne? Ja. Weil dann das ist ja größer als die Kisten. Ja. Quasi. Obwohl, nee, hat die gleiche Größe, aber. Hä? Hier ist irgendwie eine Sandstein-Türrahmen ist hier drin. Ja, den habe ich auch so sehen gecraftet. Geil. Aus Versehen gecraftet. Hammer, ey, wir schaffen sowas. Naja. Einmal mit Profis arbeiten. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Conan Exiles. Wir haben jetzt eine Gerberei hier am Start und oh ja. Machen jetzt Auch die hallo von und machen jetzt die der Werkbank des Zimmermanns oder was das war, ne? Nee, Werkbank des Schmieds. Werkbank des Schmieds, ach Mann. Ja, knapp dran. Knapp dran. Alles dasselbe. Ah, scheiße, ja auch. Ich brauche noch ein bisschen Stein. Und wir müssen gleich mal ein Stück hier über den Fluss und dann da hochkraxeln, um ein bisschen Kohle zu besorgen. Kohle, 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 Kohle. Okay. Ich hätte mir das markieren sollen. Ich bin ein Kacknoob. Naja, was soll's. Kann man die Sachen, kann man markieren, tatsächlich? Ja, selbstverständlich. Oh, nice. So, dann würde ich sagen, Flosse. Und was es ist hier, guck mal auf die Karte, da ist ja der Fluss, du siehst ja auch, wo wir stehen. Und ja. Links oben ist das so eine Riesenstadt, oder was ist das? Das Rote, ja, ich weiß es auch noch nicht, aber wir wollen ja auch in dieser Folge, ja, oder wir wollen ja auch und hier ganz ein oben, ganz oben ist ein Riesenkrater, oh mein Gott, es ist ja, dieses Türkise über der Stadt, links, ja. Links oben über der Stadt ist Schwefelfelder. Oh yeah. Habe ich in einem Let's Play gesehen. Da kann man Schwefel bekommen. Ich weiß aber gar nicht, was man damit macht. Ja, ich würde sagen, wir ziehen mal los und holen Kohle, 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 Kohle. Das können wir machen. Wo bist du? Bist du im Haus? Ach, da stehst die du. Die Map ist riesig. Oh die Map ist tatsächlich riesig. Okay. Ja, dann können wir über Nacht können wir ein bisschen dahin streunen? Ja. Ich drücke schon mal drauf, hier meine Werkzeuge zu reparieren. Habe ich auch eben gemacht. Ah, guck mal, für Waffen braucht man das Tool tatsächlich. Das kann ich auch schon bauen, glaube ich. Ein Moment. Kein Moment. Nee, wie war das nochmal? Für Waffen? Ja, ich kann die Waffen einfach so reparieren. Ja, aber Waffen nicht. Doch, Waffen kann ich so reparieren. Steinschwert kann ich so reparieren. Einfach auf Reparieren klicken. Kannst du deinen Bogen nicht so reparieren? Hä? Vielleicht habe ich auch den was habe ich jetzt gemacht? Okay. Vielleicht habe ich den Stizzle nicht dafür. Doch, den Bogen kann ich reparieren, aber das Steinschwert kann ich irgendwie nicht reparieren. Aber, achso, hast du, Stein dabei? Ja genau, Stein brauchst du. Kannst du einfach hier ein paar sammeln. Der braucht nicht viel Stein, ich glaube 4 Stück oder so. So, dann gucke ich nochmal. Also den Bogi reparieren. Mehr Tierhaut brauche ich dafür. Also, okay. Steinaxt reparieren. Ja, das geht. Das hat mich jetzt 8 Stein gekostet. Steinschwert kann ich aber nicht reparieren. Einfach ich denke, da braucht man ein Reparaturkit für. So. Tiufal. Willkommen im Stream. Freut mich, dass du wieder dabei bist. Ich gucke jetzt mal. Ich habe jetzt mal das Schwert ein bisschen kaputt gemacht. Also ich kann einfach auf Reparieren klicken. Ich klicke das Schwert an und kann es reparieren. Wie? Einfach Steinschwert? Ja. Ja, crazy. Vielleicht kann ich das nicht, weil ich diese Ausbildung nicht habe. Stimmt. Ich schmeiß dir mal meins hin, schmeiß mir mal deins hin und dann reparierst du eins. Wo bist du überhaupt? Aha. Ich bin hier hinter dir. Ja, sicher. Oh nein. Deine oh nein, Beute. Sie haben sich verbunden, oder? Deine Beutetasche ist weggebackt. Nee, es ist hier in dem. Es ist hier drin, in der anderen Beutetasche. Ach krass. Es ist so connected. Geil. Keine Ahnung. Wie bei Minecraft, weißt du? Okay. Kannst du das auch reparieren?
Mehr Stein erforderlich, muss ich mal eben ein bisschen Stein holen. Da So. würde ich sagen, gehen wir auch direkt hier los und ziehen uns ein bisschen Kohle rein. Das kann ich reparieren, tatsächlich, ja. Vielleicht, weil ich das, weil ich diese Ausbildung zum Ja. mit diesem Steinschwert da gemacht habe, ne? Ja, ich denke mal. Also. Also weil ich das bauen kann, dann kann ich es auch direkt reparieren. Aber es ist ja kein Problem, das kann ich die ja dann Ja. immer machen. Okay. Wie ist deine Beladung? Also ich habe ungefähr ein Viertel voll. Also ich bin ganz, ganz knapp an Gelb dran. Also Aha. Gelb ist ein ganz, ganz bisschen voll. Ich muss jetzt mal eben hier nochmal das Schwert reparieren. Oh So. nein. Okay, sehr gut. Oh, es laufen direkt zwei hinter dir her. Ah, selbstverständlich. Ja, ich zieh durch. Lass uns mal gucken, dass wir irgendwie Kohle finden. Also ich weiß jetzt auch nicht mehr so ganz genau, wo das war. Es hat gerade mir heftigst geleckt. Ich sehe, dass du woanders hinrennst. Ja, weiß Jetzt bist nicht. du weggebackt. Ah, da oben bist du. Ah, okay, da hinten bist du. Das hat gerade ein bisschen. Je nachdem, wo man hingeht. Okay. Nein, es kommt schon wieder einer. Ja, egal, wir sprinten mal ein bisschen. Ja. Okay. So, an die Neuankömmlinge im Stream. Ihr habt vielleicht bemerkt, mein Mikrofon hat sich verändert. Ich hoffe, dass man mich gut verstehen kann. Verdammt, wo war noch mal die Kohle? Musste man noch irgendwo hier und dann da raufkraxeln und so. Ich muss nochmal auf der Genau. Karte gucken, ob man das irgendwie sieht. Du hast etwas entdeckt, Wächter. Oh, Jesus. Ja. Gehen wir mal noch ein Stück weiter. Sound ist okay, ja. Grüße, by the way. Jo, ich grüße dich. Also die Kohle ist eigentlich immer hier so an diesen Steinwänden dran. Ja. Oder meistens ist dann so. Oh, ein Vogelstrauß. Eine Hyäne. Ich würde sagen, wir gehen mal hier hoch. Okay, oh, die Hyäne kommt. Sie kommen alle. Ah, nein, sie hat mich direkt attackiert. Ah, oh, dieses Scheißvieh, ey. Mann, hör auf. Sehr gut. Kriegst du erstmal eine Schelle dafür hier? Ich treffe hier überhaupt nichts. Okay, ich bin eine Stufe aufgestiegen und ich muss mal eben hier den Kollegen platt machen. Solange Ja, der der Vogelstrauß. Vogelstrauß hat mir einen Headnut Ich gegeben. wollte gerade sagen, solange der Vogelstrauß nicht kommt, ist Alter, alles was in ist los Ordnung. mit dir? Bist du behindert oder so? Der Hör Vogelstrauß geht auf. mega ab. Boah, ich bin gleich down. Ja, der Vogelstrauß ist hart, ey. Okay, er ist down. Also Oh, mit ich bin denen. draufgegangen. Nice. Ich bin runtergefallen. Ich habe es nicht gesehen. Okay. Also so ein Vogelstrauß ist wirklich Okay, das ist immer. das erste Mal, dass ich gestorben bin. Ich krieg gar Ja. keine Tierhaut hier von den Typen raus. Oh, geil, wir haben ja Ah, ein Bett doch. gehabt, stimmt. Oh, wir haben ja Keep Inventory. Ja, du behältst alles. Ja, mega. Aber mit dem Vogelstrauß, die sind Ist nicht wirklich zu zu spaßen, krass. ne? Nee. Also alles andere ist in Ordnung, solange nicht mehrere kommen, aber so ein Vogelstrauß ist wirklich zu krass. Herr Thesen, hallo, guten Tag. Hallo. Der ist nicht im Stream, sondern hier vor unserer Haustür gewesen. Ach, Jesus. Er wollte uns wahrscheinlich gerade raiden. Aber es ist zum Glück ein PvE-Server, von daher, vielleicht hat er das auch nicht verstanden. Frag ihn mal, wo Kohle ist. Ja. Ich dachte, es wäre jemand Neues im Stream dabei. Nee. Ich gucke mir mal eben hier. Oh. Ach so, es ist nur eine Hyäne. Ich dachte, es wäre ein Du Strauß. könntest mal, Ein Blumenstrauß. ich versuche mal wieder zu dir zu kommen. Ich habe jetzt natürlich keine genaue Ahnung, wo du bist. Ich dachte, man kriegt angezeigt, wo man draufgegangen ist. Doch, kriegt man. Da ist so ein Grabstein auf der Karte. Ach so, auf die Karte habe ich noch gar nicht geguckt. Na Ah geil. ja, Tatsache. Okay, da oben ist ein Lager von den Fuix.
Das können wir eigentlich dann auch mal raiden. Das sollten wir eigentlich easy hinkriegen. Solange wir die drei Vogelsträuße, die Da sind davor sind. Verbannte. Sie gönnen sich den Fight. Dark Morbus, willkommen im Stream. Schön, Hallo. dass du dabei bist. Freut Willkommen. mich. Also ich bin hier bei den großen Statuen. So. Und wenn wir da weiterlaufen, da ist dann das ist dann so ein größeres Lager von den Typen. Und das können wir dann auch raiden. Tatsächlich. Ja, ich muss erstmal zu meinem Grabstein. Also ist dann da irgendwas? Weil wir haben ja nichts verloren jetzt. Also ich habe ja nichts verloren. Da liegt nur dein Typ, da brauchst du nicht hin. Kannst du dir ein bisschen Okay. Menschenfleisch holen, aber da habe ich irgendwie 50 Stück von. Ja, ach, Braucht kein Mensch. das ist Quatsch. Ich räume hier nochmal eben ein bisschen auf. Wo bist denn du jetzt? Bist du an meiner Leiche da irgendwie? Ah ja, ich sehe dich. Da kommt jemand Ja, ich angeflitzt. sehe es. Ich gebe ihm auch mal eine Schelle. Den Aber haben zu wir. zweit geht das auf jeden Fall Jo, ich mega bin eine gut. Stufe aufgestiegen. P, du musst das wie mit so einem Stissel machen. Mit so einem Dolch. Dann kriegst du mehr Zeug daraus gelootet. Okay. Stufe 18. Geil, noch zwei Stufen und wir können. Krass, ich bin erst Stufe 17. Wir können irgendwas machen da. Was war das nochmal, was wir machen wollten? Große, ich glaube die große Kiste, Ach, ne? große Kisten, Ich große guck mal. Kisten, ja. Ich guck mal gerade. Ja, Stufe 20, Ja. genau. Große Kisten können wir dann machen. Dark Morbus. Weißt du vielleicht, wo man Kohle findet in diesem Game? Ach, hör da auf, ey, der scheiß Vogelstrauß schon wieder. Der hat doch. Hast du schon wieder einen angelockt? Das ist doch ein Penner, ey. Wo ist er denn? Wo bist du denn? Ja, er heizt hinter mir her, wie ein Bescheuerter. Jetzt kommt auch noch ein Krokodil an. Ich hab die Nice. Schnauze voll, ich kletter hoch. Das heißt, du bist am Wasser irgendwo, ne? Ich bin hier unten, ja. Jetzt bin ich hier hochgeklettert. Krass. Ich kletter hier einfach an dieser Statue hoch. Ist mir egal. Ich gönn mir. Ja. Oh, da sind so Fischfallen. Das ist natürlich auch eine Idee, was wir machen könnten. Aber zu essen haben wir eigentlich genug. Also, obwohl, da fällt mir gerade ein, was essen könnte ich immer wieder. Jo. So. Wir sind inzwischen fünf Leute. Das freut mich. Alter, der Vogelstrauß und das Krokodil leisten sich hier den erbittertsten Fight. Der Vogelstrauß ist down. Ach, da oben bist du. Krass. Selbstverständlich. Der Vogelstrauß ist tatsächlich down gegangen. Das Krokodil leuchtet das so komisch? Von unten? Das wird von irgendwas angestrahlt. Ich gönne es Hier mir. bin ich draufgegangen vorhin. Geil. Es boxt mich aber auch um, ne? Es ist so unfair. Was, der Vogelstrauß? Nee, das Krokodil. Ja, Also. krass, es macht mich fertig. Nice. Ja, komm, kletter doch, verdammt Ach nochmal. Junge, hör doch auf, ey. Was ist los mit dir? Oh Gott, er macht es nicht. Er macht es Ich einfach kann jetzt hier nicht. nicht fighten. Bettel Er. dich doch einfach mit dem scheiß Krokodil. Mann, lass mich in Ruhe. Okay, nice. Jetzt macht das. Oh nein, ich habe Sehr nicht genug gut. Ausdauer. Ja, ich auch nicht. Ich konnte nicht hochklettern. Er ist immer wieder runtergefallen. So, ich bin jetzt hier oben in Sicherheit. Ich habe mir hier erstmal. Okay, da ist das. Ich sehe, wie du kämpfst. Sehr gut. Was heißt hier kämpfen? Ja, beziehungsweise du rennst weg. Also ich bin schon wieder down jetzt hier. Das kann doch nicht sein. Er ist aber auch ein Kacknoob, ne? Verdammt, ey. Wieso betteln sich die. Er kommt von hinten hoch. Okay, jetzt ist er weg. Wo bist du? Ich mache ihn mal eben fertig. Okay, boah, Mann, ey, ich wollte nur den Vogelstrauß plündern. das war Er ging knapp. fast drauf. Aber es ging noch. Es ging auf jeden Fall noch. Wo bist du denn? Ich stehe hier unter dir. Ach da. Ja, geil. Okay, hier ist der My Lady Vogelstrauß. schreibt LOL und dann, mein Gott, nochmal.
Und Dark Morbus konnte den Stress nicht ertragen und hat uns verlassen. Nice. Schade. Ja, das ist natürlich jetzt hier so eine Sache, ne? Ja, wolltest du den Vogelstrauß plündern, oder? Nee, ich bin bedient. Okay, ich hole mir mal eben hier den Vogelstrauß. Mach das. So. Also ich würde mir gerne da oben diese Stadt von den Typen angucken. Da können wir ja tatsächlich auch hochklettern. Ja, ich gucke gerade mal, Ich komme wo mal. man Kohle findet. Und es ist tatsächlich, siehst du dieses komische Wagenzeichen, dieser Adler, der eine Waage hält oder was weiß ich, was das ist, wo Ja. kein Name steht? Ja. Wenn ich das richtig sehe, dann befindet sich dort in der Nähe Kohle, also ein Stück weiter oben. Ja. Überhalb. Das heißt, wir müssten quasi hier einmal komplett hochkraxeln. Ja. Es ist natürlich unfassbar dunkel. Und mir fällt gerade auf, dass ich noch etwas vergessen habe. So. Für den Stream. So, jetzt sollte sich eine Sache geändert haben im Stream. Schreibt es mal rein, wenn es euch aufgefallen ist. So, ich bin schon mal ein bisschen hochgeklettert. Ich sehe überhaupt nichts. Es ist unfassbar dunkel. Okay, Hat er. jo. Ich hätte eine Fackel bauen können, ne? Wo bist denn du jetzt? Ich bin schon ziemlich weit hochgeklettert. Hier oben ist ein Lager von den Freaks. Aber nur so ein kleines. Das können wir mal eben gleich plündern. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis später. Ciao.